Ist das extra Serviette fürs Mikro? Nee, für die Gläser. Ach so. Ja, ach so, oh, wir laufen schon. Ja, das, wenn man dann zu lange wartet, das ist auch gefährlich. Herzlich willkommen hier am Stand des Vorwärts auf der Frankfurter Buchmesse. High Noon könnte man ja dann jetzt sagen, aber ich glaube, ein Duell zwischen den beiden werden Sie jetzt hoffentlich gleich nicht erleben, aber hoffentlich auch nicht zu viel Einigkeit. Ich glaube, es könnte ganz interessant werden, dann auch zwischen den beiden. Wir wollen über Frenemies sprechen. Wenn Sie sich jetzt fragen, was ist das denn? Das ging mir so ähnlich. Es hat dann einen Moment gedauert, bis ich es mir herleiten konnte. Sie vielleicht jetzt auch schon. Ansonsten werden Sie aber gleich die Auflösung erfahren. Bei uns ist einer der drei Herausgeber des Buches Frenemies. Es ist nämlich ein Sammelband, in dem so ungefähr, ja, 50 Autorinnen und Autoren, glaube ich, aus ganz unterschiedlichen Bereichen geschrieben haben. Aktivistinnen, ja, Bildungspraktikerinnen, auch noch einige mehr. Bei uns ist Meron Mendel von der Anne-Frank-Bildungsstätte hier in Frankfurt am Main, also quasi sein Zuhause, könnte man sagen. Und bei uns ist Helge Lind, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Wuppertal und Medien- und kulturpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Ganz herzlich willkommen Ihnen beiden. Schön, dass Sie da sind. Bevor wir das jetzt auflösen, was denn tatsächlich die Frenemies sind, wollen wir erstmal vielleicht anfangen, wo sie sich bemerkbar machen oder zuletzt sehr deutlich bemerkbar gemacht haben. Denn das war bei der Documenta in Kassel. Kassel darf man in Frankfurt sagen, oder? Darf man das erwähnen? Ich bin immer unsicher. Also mein Kollege hat mir gesagt, ich darf die Stadt mit D nicht erwähnen, aber Kassel ist erlaubt. Leider stand ja bei der Documenta 15 ja nicht so sehr die Kunst im Mittelpunkt, hatte man den Eindruck, sondern der Antisemitismus-Skandal. Da waren Sie, Herr Mendel, ja an der Aufarbeitung oder an dem Versuch der Aufarbeitung beteiligt. Vielleicht können Sie noch mal kurz erstmal sagen, auch aus Ihrer Sicht, was ist denn bei der Documenta schiefgelaufen? Kurz gesagt, jede Menge. Die längere Antwort, also wir haben eigentlich zwei Konzepte, die überhaupt nicht zueinander passen. Also das eine war ein Konzept, wir geben Menschen aus dem sogenannten globalen Süden die Stimme und nicht nur die Stimme, sondern die Macht, selbst diese Weltkunstausstellung in Kassel zu gestalten, selbst zu entscheiden, wer kommt, wer spricht und praktisch uns vor Augen führen, wie ist ihre Weltbild. Eine sehr progressive Idee, die aber sozusagen, das hat sich gezeigt, so eins zu eins in die deutsche Öffentlichkeit nicht passt, weil, und dann sage ich auch wieder, das ist sehr pauschal, bestimmte Ideen oder Gedanken und Ideologien, die in Ländern wie Indonesien oder Ägypten oder sei es oder Pakistan eine Art von Mainstream haben, sind in der deutschen Diskurs politisch sehr schwierig. Das kann Herr Lind sicherlich mehr dazu sagen. Und dann prallten sich praktisch diese zwei Weltbilder und vor allem auf dem Punkt, das sehr viel mit der deutschen Geschichte zu tun hat, nämlich über den Punkt Antisemitismus. War das jetzt aus Ihrer Sicht treffend beschrieben, Herr Lind, oder wie bewerten Sie das aus politischer Sicht? Ach, da würde ich gerne mal ein Buch überschreiben. Stell mal dein nächstes Jahr vor. Jetzt muss ich mir merken, ich hab ja mich öfter dazu geäußert, gar nicht so viel. Ich wollte ja auch mal für den Vorwärts einen kleinen Artikel schreiben. Daraus wurde ein großer Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Lohnt sich den übrigens zu lesen, mache ich jetzt mal Eigenwerbung. Und ich glaube, die Ideen, die da drin sind, sind gar nicht weit weg von denen von Herrn Mendel, sodass ich jetzt hier keinen Streit versprechen kann. Ich glaube, wir haben da eher eine Reihe von Begegnungspunkten. Wie würde ich sagen, also ich teile die Einschätzung. Würde sagen, irgendwie jetzt positiv gedreht. Es ist dadurch ja nicht was entstanden, was es vorher nicht gab. Insofern ist das vielleicht das Interessante, da ist nur sichtbar geworden, was waberte, was an unausgesprochen, was an Konfliktlagen da sind, mal zugespitzt auch. Das ist ja auch, wir werden ja gleich drüber sprechen, dass wir sozusagen eine Konfrontation haben. Bin ich gegen Antisemitismus oder bin ich gegen Rassismus? Ich will es mal ganz einfach sagen, was für mich völlig absurd ist, was sozusagen die bittere Pointe des Ganzen ist, was für merkwürdige Frontstellung wir da erlebt haben, auch die ganzen Fragen Holocaust und Postkolonialismus, so als ob es man sich entscheiden müsse und all das und die ganze BDS-Thematik. Also ganz viel, was im Raum ist, was im intellektuellen Raum ist, aber im gesellschaftlichen Raum, ist da nochmal so wie im Labor. Ich habe den Artikel, den ich schreiben wollte, der Titel wurde nicht genommen, war wie nach Drehbuch. Aber wirklich,
ich glaube, man kann, also Leute haben sich dann auch so verhalten in ihrer Aktion, wie man es hätte voraussagen können. Alle haben ihre Rollen gespielt und keiner hat überrascht. Ist aber Teil des ganzen Problems. Und sozusagen Verständigung und Klärung hat nicht stattgefunden. Aber ich denke, es kann ja auch ein heilsamer Prozess dadurch ausgelöst werden. Ich finde es aber auf jeden Fall notwendig, deshalb finde ich das Buch auch notwendig, dass man manche Wunden auch aufreißt und offen hält. Und ich glaube, diese Wunde muss offen gehalten werden. Und es nützt nichts, das jetzt zuzukleben oder nicht drüber zu sprechen, sondern das ist ein Anlass, dass darüber konfrontativ, aber auch klar gesprochen werden muss. In Ihrem Buch, ich sage jetzt immer Ihr Buch, natürlich, wie gesagt, Sie sind der Herausgeber, es ist natürlich ein Buch vieler Autorinnen und Autoren, aber Sie schreiben in Ihrem Vorwort auch, nehmen Sie direkt auf den Dokumenta Bezug, also man muss vielleicht sagen, es ist kein Dokumenta-Buch, das war auch, glaube ich, schon lange vorher geplant und viele Texte lagen auch schon vorher vor, nur nicht, dass ein falscher Eindruck hier entsteht, aber ich glaube, man kann, wenn man das Buch liest, vieles, was auf der Dokumenta passiert ist, besser verstehen, durchaus. Insofern hilft das vielleicht. In Ihrem Vorwort zumindest schreiben Sie, dass die Dokumenta ganz im Sinne von dem, was Herr Gelind gerade gesagt hat, ein Brennglas gewesen sei, eben für diese Frontstellung zwischen Antirassisten und Anti-Antisemiten. Das ist ein bisschen kompliziertes Wort, aber es ist ja genau so. Wie kommt es denn zu dieser Frontstellung und dass eben aus ja eigentlichen Friends, jetzt kommen wir zu dem Begriff Frenemies, Friends, die ja eigentlich in vielen verbunden sind, am Ende doch Enemies, also dann Feinde werden und die sich gegenseitig bis aufs Blut behaken? Ja, vielleicht um diese Gruppe zu definieren, also wir reden über eine unklare Milieu der Menschen, die sich tendenziell vor links halten, vor aufgeklärte, vor kulturaffin, genau sozusagen diejenigen, die sich auch oft mal im Wohnzimmer oder hier auf der Buchmesse treffen. Und dann, wenn es darum geht, gemeinsame Haltung, wenn ein Anschlag in Halle auf der Synagoge gibt oder in Hanau auf eine Shisha-Bar gibt, dann überhaupt kein Dissens. Das ist klar, wir sind alle gegen die Rechten. Aber was ist passiert, wenn sozusagen innerhalb der eigenen Lager, wo sozusagen das Usus ist, wir sind empathisch mit den Betroffenen, mit den Minderheiten, wir sind empathisch mit den Schwarzen, wir sind empathisch mit den Juden, wir sind empathisch mit den Muslimen, wir sind sozusagen gegen jegliche Form von Diskriminierung. Aber was ist passiert, wenn innerhalb sozusagen dieser betroffenen Gruppe, innerhalb dieser Minderheiten so ein Konflikt entsteht? Wie kann ich meine Solidarität ausdrücken? Wenn ich der eine Solidarität gebe, dann verweigere ich gleichzeitig meine Solidarität der anderen Gruppe. Und dann entsteht diese paradoxe Situation, wo ich mich entscheiden muss, bin ich auf der Lager der Juden, in Anführungszeichen, oder bin ich auf der Lager der Schwarzen, auf der anderen Seite, oder der Leute aus Indonesien auf der anderen Seite. Und in dieser Dynamik, die ist so toxisch, das muss man, das ist eine Beobachtung, man entscheidet sich erstmal für ein Lager, aus Gründen, die wir auch versuchen dann nachzuvollziehen, warum die eine entscheiden sich für Team Juden und der andere entscheidet sich für Team Schwarze oder Team Indonesier. Und in dem Moment, dass ich für ein bestimmtes Team entschieden habe, dann, egal was sozusagen passiert, dann finde ich nur Belege zu meinem eigenen Kopfkino. Also wenn ich der Meinung bin, noch wieder auf die Dokumente zurückzukommen, dass diejenigen, die aus dem globalen Süden kommen, sie sind so eingefleischte an diese Mitten und sie bringen ihren Antisemitismus hierher, dann werde ich immer sozusagen noch weitere Beweisstücke finden, die meine Position noch bestätigen. Wenn ich aber darum das andere Narrativ übernehme, nämlich es kommen Menschen aus dem globalen Süden, die man versucht, man gibt ihnen die Macht, aber die anderen Kräfte, die reaktionäre Kräfte versuchen sie zu verdrängen, konservative Kräfte versuchen sie an die Schranke zu weisen. Und dann wird der Antisemitismus als sozusagen eine Art von Keule genutzt und werden an denen sozusagen alles gegen sie vorgeworfen. Sie seien Antisemiten, sie seien frauenfeindlich und so weiter. Und guck mal, alle Umfragen in Deutschland zeigen, so ungefähr 30% der Gesamtbevölkerung ist latent antisemitisch. Aber dann erstmal wird über Antisemitismus geredet, wenn die Menschen aus dem globalen Süden kommen. Also das ist das andere Narrativ, zu sagen, das ist alles nur so eine Aufdeckung, eine tief verwurzelte Rassismus in bestimmte Teile der deutschen Gesellschaft. Und in dem Moment, dass ein Erklärungsmuster übernommen wird,
ist schon sozusagen der Konflikt eingebaut, weil jede Gruppe, jedes Lager versucht, sein Narrativ, seine Deutungshoheit zu dominierte Narrativ zu machen. Und dann passiert, was zum Beispiel im Kulturausschuss des Bundestags passierte. Ja, jetzt müssen Sie erzählen, glaube ich. Das war jetzt die Steilvorlage. Das wollen jetzt alle wissen. Ich glaube, diese Sitzung war nicht sehr erkenntnisleitend. Wir hatten auch nur eine Fragerunde. Ich vermute, die Anspielung ist darauf, wir hatten ja eine Ausschussung im Kulturausschuss des Bundes, war dann auch Juan Grupa vertreten. Es war so eine Mischung, es hatte was Tribunalartiges, allerdings muss man auch sagen, dass der Repräsentant von Juan Grupa auch eben auch, fand ich auch sozusagen die üblichen Dinge wiederholt hat, die er immer wiederholt hat, also sozusagen diese etwas schwierige These, dass was überall ja kein Problem wäre, hier ein Problem. Aber wir hatten dann eben auch den Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland, der nochmal über das Haus der Kulturen der Welt sich äußerst kritisch äußerte und auch meinte, dass das Zentrum für Antisemitismusforschung im jüdischen Kreisen nur Zentrum für Antisemitismus heißen würde, also starker Tobak. Da gab es keine Folgedebatte, das lag aber auch daran, dass die Atmosphäre ist, wie sie ist und dass es auch nur eine Runde gab. Also es war auch eigentlich eine unwürdige Situation. Es war so reingequetscht worden in eine vierstündige Ausschusssitzung. Es fehlte auch der Kasseler Oberbürger. Also es war alles. Also insofern war es vielleicht ganz gut. Das Schlamassel war dann nochmal perfekt performativ vorgeführt insofern. Politik ist ja auch Teil des Ganzen. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sieht, dass die ganzen blinden Flecke da ja kommen. Und im Grunde geht es ja um deutsche Befindlichkeiten und Identitäten. Also bei vielen, die da sprechen, geht es ja gar nicht darum, um wirkliche Solidarität mit Jüdinnen und Juden oder mit dem globalen Süden, sondern es geht um sie selbst und seinen Arsch zu retten. Entschuldigen Sie, dass ich so drastisch das formuliere. Aber das ist doch so. Leute haben den BDS-Beschluss, den es hier im Bundestag gibt, unterzeichnet oder nicht unterzeichnet. Und dann geht der Film los. Jetzt kommt die Documenta. Oh Gott. Ich habe das ja nicht unterzeichnet, aber jetzt muss ich bloß nicht so agieren, dass Leute mir sagen können, ich bin letztlich antisemitisch oder andere haben es unterzeichnet und gesagt, jetzt muss ich aber beweisen, dass ich da auch konsequent bin. Und dann wird die ganze Instrumentalisierungsmaschine angeworfen. Das heißt, manche nutzen ja das Ganze, weil es für sie bestätigt, was sie ohnehin wissen wollten. Das heißt, die einen, jetzt mal rechtspopulistisch am stärksten, aber andere, aber es geht ja auch tief ins linke Spektrum rein, sagen, im Grunde ist dieser ganze postkoloniale Diskurs, das ist doch im Grunde, Membe und andere, alles eigentlich latent oder manifest antisemitisch. Und hier, guckt euch das an, so war's. Und wiederum andere sagen dann wiederum, ihr wollt ja gar nicht postkolonialen Diskurs aufarbeiten und haben wir ja hier gesehen. So geht ihr um mit Juan Grupa. Alle sehen, es hat sich bestätigt, was wir schon immer wussten und Erkenntnisgewinn null. Und dafür muss man dann gratulieren, die Documenta, das hat sie geschafft, das nochmal in der Gesamtvorführung aufzuführen. Aber wir sind natürlich eben mit, Politik und alle sind da Mitspielende. Und deshalb glaube ich, braucht es da so Disruption. Also es braucht mal einen Bruch. Und deshalb habe ich im Buch das auch, wenn ich das erwähnen darf, also sehr, ich habe in diesem Artikel, wie gesagt, ich mache Werbung, damit Leute den wenigstens irgendwie mal lesen. Ist leider hinter der Bezahlschranke. Hinter der Bezahlschranke, aber gedruckt gibt es ihn auch. Aber vielleicht kann man das gedruckte Exemplar besorgen. Auch gesagt, man bräuchte eben so eine Art Konklave oder so einen Prozess, wo wirklich mal Tacheles geredet wird, wo Leute konfrontiert werden. Und ich meine das ernst. Und ähnliche Punkte habe ich hier auch gesehen. Es nützt nichts sozusagen, dass man diese Rituale weiter aufführt. Kann man machen. Dann hat man Documenta 1.1, 2.1, 3.1 und so weiter. Erlebt das wieder. Oder man schüttet drüber und sagt, wir machen jetzt einen jüdisch-muslimischen Dialog, alles. Und die schwierigen Dinge sprechen wir nicht an. Und das regt mich auf, das nervt mich. Also wenn ich das nochmal sagen darf, ich will mich da nicht entscheiden und werde es auch nicht tun. Ich versuche mich zu engagieren mit allen Schwächen auch in Bezug auf Antisemitismus, unterstütze die KIGA und vieles andere. Gleichzeitig bin ich auch jemand, der im Deutschen Bundestag sehr offensiv über antimuslimischen Rassismus gesprochen hat, worauf diese Woche noch andere meinen, damit bin ich ja Agent Erdogans, weil er den Begriff antimuslimischen Rassismus verwendet. Der palästinensische Freundschaftsverein bei mir regt sich mir auf, weil ich auf Demos gegen Antisemitismus gehe. Wiederum andere regen sich auf, dass ich mit muslimischen Verbänden rede. Und ich glaube, das ist selbstzerstörerisch, auch für die Linke in Deutschland selbstzerstörerisch, wenn wir dieses Spiel weiterspielen und so tun, als ging es da um eine Verrechnung oder eine Konkurrenz.
sondern es geht darum, auch Analogien und Solidaritäten zu sehen, gleichzeitig aber auch Unterschiede zu sehen, weil eben bestimmte Formen des Rassismus nicht deckungsgleich sind mit Antisemitismus. Aber ich glaube, das ist keine Überforderung. Und da sehe ich auch die Gemeinsamkeit zwischen uns, dass man sich zumutet, dies zusammen denken zu können. Das ist verdammt nochmal unsere Aufgabe. Sonst machen wir uns zu einfach. Und leider haben sich es jetzt viele bisher zu einfach gemacht. War das auch das Ziel des Buches eigentlich, dieses Forum zu schaffen und das gerade aufzubrechen, was Helge Lind jetzt sagt? Gewisserweise ja. Also wir haben von Anfang an nicht das Ziel gehabt, sondern wir sagen so, wir wollen keine Familienausstellung, wir machen also die große Versöhnung, sondern wir gingen wirklich bewusst einen Schritt zurück und sagen, lass uns über die Grundsätze reden. Und dann, das Buch ist absichtlich sehr naiv. Insofern, dass wir wirklich die grundlegende Frage stellen, was ist Antisemitismus, was ist Rassismus, wo ist die Grenze zwischen Kritik an den Staat Israel und Antisemitismus, was gibt es muslimische Antisemitismus und so weiter, solche Fragen. Und wir haben fast in allen Fällen diese Frequent Asked Questions, FAQs, an unterschiedliche Autoren gegeben zu beantworten, die wir bewusst wussten, dass sie uns sehr unterschiedliche Antworten geben. Das war nicht darum, es ging nicht darum, sie zusammenzubringen, einigt euch über eine gemeinsame Antwort, sondern wir gönnen unsere Leserinnen und Lesern, dass sie auch eigenes Gehirn haben und sie können die zwei Antworten lesen und können selbst ihre eigene Meinung bilden. Und dann, also das ist wirklich der Versuch, hier eine Debatte, die hochemotional geführt wird, zu versachlichen auf der Grundlage von Wissen und vor allem auch auf der Grundlage der stückweise die Voreinnahmen, die wir alle haben, aber nicht transparent kommunizieren, zur Schau zu stellen. Weil ich nehme vielleicht nur ein Beispiel, um das klar zu machen. Also es gibt diese, das toppt die Debatte über die Kritik an der Stadt Israel, ab wann ist es antisemitisch. Und wir haben das ist auch die dominierende Vorstellung aus Deutschland, sagt Israel, Staat der Juden, ein Zufluchtsort, vor allem von denjenigen, die vor dem Holocaust oder die Überlebenden des Holocaust einen sicheren Hafen gefunden haben. Das ist bis heute für Juden weltweit, die von Antisemitismus betroffen sind, so eine Art von Zufluchtsort. Das ist eine Sichtweise. Wenn man aber, sagen wir, aus dem Nahen Osten Richtung Europa schaut, gibt es eine ganz andere Perspektive, nämlich da schauen diejenigen, die dort in der Zeit sozusagen seit diesen Tausenden von Jahren gelebt haben, auf einmal Ende der 19. Jahrhundert kommen weiße Europäer, die kaufen sie ein Land, zum Teil dann später in kriegerischer Auseinandersetzung erobern sie ein Land, die einheimische Bevölkerung wird verdrängt, also ein Kolonialismus par excellence. Und diese beiden Sichtweisen, also ich will jetzt dazu auch keine Position nehmen, sicherlich gibt es unheimlich viele unterschiedliche zwischen sozusagen Zionismus und Kolonialismus. Es gab keine Weltmacht, die Juden nach Palästina geschickt hat. Es ging nicht darum, die natürlichen Ressourcen, die dort sind, zu instrumentalisieren und abzuzwecken und in den Kolonialstaat zu verschicken. Es ging nicht um die dortige Arbeitskraft auszubeuten und viele andere. Und natürlich, die Juden als verfolgte Minderheit waren alles anders als Kolonialherren. Aber trotzdem, diese Perspektive ist eine legitime Perspektive aus bestimmter Ecke, wenn sie gerade aus dem globalen Süden kommt. Das ist die postkoloniale Perspektive. Und wenn wir heute über Israel sprechen, müssen wir diese zwei Brillen, diese zwei Perspektiven vor Augen halten, weil die sind total notwendig, um zu verstehen, wie kommt es dazu, dass auf der Documenta nur ausschließlich negative Darstellung des Staates Israel zu finden ist und keine positive, oder warum Juden in dieser Form dargestellt wurden. Das bedeutet, das ist keine Rechtfertigung. Damit will ich das auch nicht gutheißen, aber trotzdem, das ist eine Stückweise, das ist eine fehlende Wissen in unserer Diskurs, der gerade in solche Debatte zur Schau gestellt wird. Also ich finde, das ist auch wirklich, wenn ich das persönlich sagen darf, eben auch, finde ich, der große Gewinn wirklich dann dieses Buches, dass es wirklich sehr viele Leerstellen
ja, zumindest bei mir gefüllt hat und ich auch wirklich sehr viel gelernt habe. Ich glaube, das ist immer ja sowieso gut, wenn man das am Ende eines Buches dann sagen kann, aber das ist sicherlich der große Pluspunkt. Trotzdem sind Sie ja damit so ein bisschen auch am Ende in Ihre eigene Falle getappt, wenn man so will. Ne? Sie schreiben ja auch ganz am Anfang irgendwie, eigentlich hätten wir das Buch besser nicht gemacht. Das müssen Sie jetzt, glaube ich, auch noch mal kurz erzählen, was da passiert ist, weil auch das, finde ich, zeigt ja ganz gut wieder die Mechanismen, die Sie ja auch eigentlich mit dem Buch bekämpfen wollen. Genau, das Buch beginnt mit dem Satz, warum dieses Buch ein Fehler war. Und das war keine, es ist nicht kokettieren, sondern war wirklich sehr ernst gemeint. Das Buch ist tatsächlich ein längeres Projekt, so ungefähr 1,5 Jahre hat gedauert. Wir waren mit mehr als 80 Autorinnen und Autoren in Kontakt, viele Diskussionen, ob man so bereit ist, in so ein Buch mitzuschreiben, wohl wissend, dass vielleicht ein paar Seiten später genau das, die Gegenmeinung dargestellt wird. Das war alles nicht einfach und wie es halt ist, kurz vor der, es hat gerade mit der Documenta-Diskussion angefangen, war auch die Liste der Autoren, die schon geliefert haben, wurde bekannt. Und dann haben einige Autoren entdeckt, dass ein andere Autoren, die in dem Fall die BDS unterstützen, dort auf der Liste der Autoren sind. Und das war für eine gewisse Fraktion unter der Autorenschaft eine rote Linie, die überzogen. Die sagen, mit Leute, die BDS unterstützen, wollen wir nicht in einem Band zusammen sein. Na, ist klar. Wir sind bereit, irgendwie mit Leuten mit Gegenmeinung zu diskutieren, aber BDS ist gleich Antisemitismus, deswegen, vielleicht wissen nicht alle, BDS ist sozusagen diese internationale Boykottbewegung gegen Israel, der sozusagen per Bundestagsbeschluss von Mai 2019 als antisemitisch erklärt wurde. Es gibt dazu eine lange Diskussion, es gibt diejenigen, die sagen, die anti-israelische Boykottbewegung, die anderen sagen antisemitische Boykottbewegung. Das ist wirklich eine Frage für sich. Dennoch war dieser Punkt, das war gerade der Zündel und wir hatten mit der Situation, dass 13 Autoren, 10 Texte wurden kurz vor der Drucklegung zurückgezogen. Und dadurch entstand so eine Schieflage im Buch, weil gerade sozusagen eine Position gefehlt hat. Auf der anderen Seite haben wir uns die restlichen Autoren, die keine dezidierte Meinung dazu haben, haben gesagt, was es eigentlich bedeutet, wenn wir da bleiben und dann gibt es dann auch Autoren, die BDS, ist das Buch jetzt hat es eine Schlagseite? Ist es sozusagen damit eine politische Aussage einhergeht? Und gerade sozusagen Leute, die im Buch nicht zu diesem Themenkomplex geschrieben haben, sondern zu anderen, das war sehr, sehr problematisch. Und am Ende haben wir mit schweren Herzen eine Entscheidung getroffen, die ich überhaupt nicht rechtfertigen will, sondern ich sage es so transparent, wir haben sowohl die Texte, diese eingefleischte pro-israelische Fraktion draußen gelassen, aber auch der BDS-Text haben wir auch, der pro-BDS-Text haben wir rausgelassen, um so eine gewisse, um das Buch nicht eine klare Schlagseite bekommt. Zugleich, wir thematisieren genau das, wie ich gerade mache, wir thematisieren das sehr ausführlich in der Einleitung, weil es uns ist wichtig zu betonen, das ist ein Spiegelbild eines sehr vergifteten Diskurses. Also wir sind so insofern, wir versuchen das zu lösen oder stückweise zu bearbeiten, aber wir sind auch zugleich Betroffenen oder wenn man so will, Opfer dieser Situation. Und wir sind sehr glücklich mit dem Buch, aber mit dieser Geschichte wir sind alles anders als glücklich. Und interessant fand ich, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, ja auch, dass jetzt die Autoren nicht nur deswegen abgesagt haben, weil sie selber eben nicht mit den anderen Autoren da drin sein wollten, sondern weil sie auch gesagt haben, dann kann ich mich jetzt gar nicht mehr in meiner Gruppe blicken lassen, beziehungsweise werde von denen verprügelt, weil ne, da laufen diese Mechanismen, die sie beschrieben haben, ja dann auch weiter. Ja, vielleicht noch, ich meine, die Nachwehen dieser Entscheidung ist bis heute zu spüren. Wir wurden erstmal als Antisemiten beschimpft, also auch von unseren eigenen Autoren dieser Fraktion, aber auch in den sozialen Medien ging es regelrecht darüber. Und dann, als wir auch die zweite Entscheidung getroffen haben, den anderen Text auszuschließen, wurden wir als Rassisten. Und wenn man sozusagen in sozialen Medien schaut,
sind wir sozusagen von beiden Seiten gleichermaßen angefeindet. Es ist zum Teil, sage ich wirklich, da kann man schmunzeln, aber es ist nicht nur zum Schmunzeln, weil wir zum Teil Leute, die denen man schon irgendwie 10, 15 oder 20 Jahre irgendwie in Kontakt ist, kollegial zusammenarbeitet, zum Teil auch befreundet, heute mit uns nicht sprechen. Also es war, es hat eine Wissenschaftlerin in einer Konferenz zu Sina Arnold, meine Mitherausgeberin, gesagt, ich werde mit dir jetzt 50 Jahre nicht reden. Also das ist so, das geht wirklich in die, das geht fundamental in die wirklich diese Identität der Leute. Es geht nicht darum, du hast falsche Entscheidungen getroffen oder dein Argument liegt falsch, sondern du machst jetzt mit dem Böse gemein, du bist jetzt an diesem mit, oder du machst mit dem Böse gemein, du bist jetzt Rassist. Und das zeigt so an unserem Beispiel einfach, wie festgefahren diese Diskussion ist. Helen, Sie haben ja jetzt auch hier im Grunde genommen gefordert, aber auch eben in diesem Süddeutschen Artikel, den Sie ja schon erwähnt haben, der Bundestag müsse seinen Umgang mit Antisemitismus und Rassismus endlich mal klären. Was erwarten Sie denn da? Was kann denn da, was muss da passieren? Hoffnung stirbt ja zuletzt. Das ist natürlich, setzt eine gewisse Bereitschaft zum Denken voraus. Die ist im Bundestag oft gegeben, aber nicht immer. Aber ich überlege auch noch, welche Formate man finden kann. Aber ich finde es notwendig. Also das ist ja, wir haben diese im engeren Sinne im Kulturbereich die Debatte. Also BDS, wen darf man einladen? Gibt es auch Initiativen? BDS-Beschluss macht uns Probleme. Wir können bestimmte Referentinnen, Referenten nicht mehr einladen und so weiter. Das ist so diese im kulturellen Raum. Aber dahinter schwebt ja die ganz Frage, wie gehen wir in der jetzigen Gesellschaft, die ja eine diverse Gesellschaft ist, eine Migrationsgesellschaft auch, haben fast alle mittlerweile begriffen als Normalität, damit um Antisemitismus zu bearbeiten und auch Rassismus und auch die Aufarbeitung von Postkolonialismus, das im engeren kulturpolitischen Sinne, aber auch in dem weiten politischen Sinne, das spielt ja in alle Felder rein. Und ich glaube, dem müssen wir uns ja auch stellen. Meine einfache Begründung war ja, wir haben diesen Beschluss getroffen, also Verantwortung und Haftung. Also wenn man sowas, sollte man auch darüber reden. Und das wäre meine Erwartung, dass man das auch thematisiert in einer Form, die aber nicht nur auf dem Tribunal funktioniert. Anders, und da sind alle dann Beteiligten auch gefordert, also Politik, aber auch andere. Wenn man untereinander spricht, also wenn diejenigen, die sagen, das ist ja furchtbar, überall Generalverdacht, Antisemitismus, nur untereinander reden. Wiederum, wenn die anderen sagen, wir müssen klare Grenzziehungen, mit denen reden wir nicht, auch untereinander reden, kann man machen, aber dann sind wir nur noch Inseln, die sind keine Gesellschaft mehr. Oder wir sind dann Safe Spaces, aber Gesellschaft kann nicht nur safe sein. Sondern irgendwann muss man mal in den unsafen Raum, und das ist der Raum der Begegnung, dem sich stellen. Und das, ich glaube, es wäre einfach, auch so ganz einfache Wahrheiten sind da zu betrachten. Ich glaube, dieser eine Punkt, den habe ich auch erwähnt, wird da deutlich. Es gibt ja diesen bösen Satz, aber da an dem was dran ist, dass die Deutschen den Juden nie verzeihen würden, dass es die Shoah gegeben hat. Und den spürt man jetzt auch wieder, weil das ganze Jahr viel damit zu tun hat, wie deutsche, weiße, nicht-jüdische Befindlichkeit mit sich umgeht und wie sie sich gut fühlt. Und getrieben von Ängsten, weil man bloß nicht Rassist sein will im einen Kontext oder bloß nicht antisemitisch sein will. Also viel hat es auch damit zu tun. Eigene Imagepflege, eigene Verteidigung und eigene Identität. Also im Grunde ist es eine deutsche Identitätsdebatte, die da verhandelt wird. Das ist auch die Geschichte, hinter der Geschichte ist eine deutsche Identitätsdebatte. Und dann bedient man sich dem Thema Jüdinnen und Juden und Kolonialismus, aber es hat oft mehr mit einem selbst zu tun, als mit den Gruppen, für die man sich vorgeblich vorgibt, einzusetzen. Und das Zweite ist, glaube ich, an solchen Beispielen, ich will das jetzt nochmal illustrieren, wir haben diese Woche eine Debatte im Deutschen Bundestag gehabt zum Thema politischer Islamismus. Es gibt so neue Begriffsprägungen, man kennt ja schon lange politischer Islam, jetzt ist aber ein neuer Begriff aufgrund einer Antrag politischer Islamismus. Die Debatte ist auch so orientiert an Österreich. Und das Bittere ist daran, dass es nicht gelingt, und das wäre die politische Aufgabe zu sehen, dass es natürlich in Kontexten, in muslimischen Kontexten und so weiter Antisemitismus gibt. Und das kann man erklären, und Herr Mendel kann das noch viel besser erklären als ich. Trotzdem wird dieses als Vehikel benutzt, um sozusagen jetzt eine expansive Debatte zu führen, dass im Grunde jeder muslimische Verband und jeder Moscheeverein eigentlich verdächtig ist. Und dass es gar nicht mehr um Terror geht, sondern um
das Denken und auch um neue muslimische Eliten. Und in dem Buch hier ist gut gezeigt, meine ich, wenn ich es richtig gelesen habe, wo Unterschiede sind, wo ja aber auch Parallelen sind. Also dass beim Antisemitismus funktioniert ja eher so die böse Macht der Privilegierten, die jüdische Weltverschwörung und so weiter, während Rassismus eher so nach unten tritt. Aber manchmal gibt es auch neue Formen, zum Beispiel neue Formen, auch antimuslimische Opposition sagt, da ist eine neue muslimische Elite und die prägt irgendwie das Land. Deshalb ist es auch wichtig, beide Phänomene zu verstehen. Und die Mühen machen sich viele nicht, auch nicht im Deutschen Bundestag, zu begreifen, dass man viel deutlicher auch im linken Bereich als bisher Antisemitismus ansprechen muss, egal in welchem Kontext er ist, dass das aber keine Legitimation ist, deshalb endlich damit aufzuräumen, dass es diese muslimischen Vereine hier gibt, die man eigentlich gar nicht haben wollte, sondern diese Instrumentalisierungsmaschine wird von allen angeworfen. Und wenn nichts mehr geht, sagt man, das sind die Nazis von heute. Das ist ja auch immer das, was mich übrigens auch aufgeregt hat an der Documenta. Diese Gleichsetzung, diese Gleichstellung, sozusagen Israel als Projektionsfläche für andere Debatten, als Inbegriff oder als Wiedergeburt der NS-Zeit, was ich unsäglich finde. Also das ist bei mir so eine rote Linie. Ich finde es auch überhaupt unnötig. Wozu muss man immer den NS-Vergleich heranziehen? Man kann auch ohne das zu tun Dinge brandmarken, deutlich machen. Und das wäre, glaube ich, diese Nuancen hinzubekommen, die Debatten so zu führen, nicht immer Instrumentalisierung zu betreiben, nicht immer getrieben sein vor Angst, denn das beherrscht die Debatte auch. Angst vorm Hatestorm. Ich bin da schon, also ich habe Hatestorms von allen gehabt, deshalb bin ich da so ein bisschen schmerzfrei. Ich habe den UGL-Hatestorm, aber ich habe auch von sozusagen muslimischen Gruppierungen, habe es von allen erlebt. Also mein Ruf ist schon ruiniert, deshalb rede ich freier. Aber viele andere haben doch Angst, dass ihr Ruf ruiniert werden könnte. Und diese Angst ist das Toxische in dem Ganzen. Und wenn wir weiter von dieser Angst uns treiben lassen, wird man null Fortschritte machen. Und kommt man genau in diesen Punkt und in diese Verwicklung, wie man sie in der Documenta erlebt hat. Und das wäre ja die Möglichkeit gewesen, die dort nicht genutzt wurde, gerade diesen Moment zu ergreifen, diesen Kairos sozusagen, jetzt haben wir dieses Drama und jetzt gehen wir es offensiv an, aber genau das ist nicht passiert. Ja, leider Chance vertan. Also jetzt habe ich auch eine Idee, was Sie dann jetzt in dem Vorwärtsartikel geschrieben hätten. Sehr schade, dass er nicht erschienen ist. Ganz kurz vielleicht zum Schluss, wir sind schon ein ganz bisschen über der Zeit, aber gerade weil Sie das jetzt auch nochmal so betont haben, wenn sich diese Friends, die dann manchmal zu Enemies werden, eben so gegenseitig behaken, profitieren ja am Ende eigentlich immer die Rechten, könnte man sagen, ne? Weil die eben sich dann schön zurücklehnen können und sagen können, ja, da seht ihr es ja dann. Deswegen vielleicht wirklich ganz kurze Frage und noch kürzere Antwort. Gibt es denn eine Möglichkeit, dass man am Ende zumindest da so viel Einigkeit herstellen kann, dass eben dann die Rechten nicht mehr dieses Spiel spielen können? Also zum einen, ich würde die Rechte gar nicht sozusagen diese passive Rolle, diejenige, die das zuschauen und sagen, ja, wie toll, sondern die Rechte befeuern das ständig. Also der BDS-Beschluss übrigens ist ursprünglich von der AfD an den Tag gelegt und sozusagen, und dann die AfD hat das alles vorangetrieben und da haben die demokratische Fraktionen nachgemacht. Also gerade diese Rolle der AfD in die Instrumentalisierung von Antisemitismus, um gegen Muslime zu hetzen, ist ein Thema, das deutlich mehr besprochen werden muss, um diese Strategie zu entlarven. Und das wäre auch vielleicht meine kurze Antwort auf Ihre sehr komplizierte Frage. Ja, kann man dort ansetzen, also indem gerade diese Strategien dann offenlegt, wenn gerade diese Fallstricke offenlegt. Und zweitens ist, wenn man die Debatte aufgrund von Wissen, aufgrund von Überlegungen und nicht mit Etiketten arbeiten. Also ich weigere mich dann irgendwie jemanden gleich als Antisemit oder als Rassist zu etikettieren, weil der hat irgendwelche Petitionen irgendwann unterschrieben. Wir müssen viel differenzierter sein. Und die Welt glücklicherweise teilt sich nicht zwischen Bösen und Guten, sondern wir haben ziemlich viel Graufarben und wir haben alle unsere blinde Flecken oder wo es Uneindeutigkeiten gibt. Doch war es jetzt auch die Antwort ein bisschen länger, aber so ist meine Abschlussplädoyer sozusagen.
fand ich wunderbar, sehr gut auf den Punkt, vor allem ein sehr schöner Appell, dass wir da vielleicht auch einfach alle unsere eigenen blinden Flecken dann bearbeiten und so unsere Leerstellen schließen. Das Buch ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter, ja, schon eigentlich mehr als ein Anfang. Also es lohnt sich auf jeden Fall sehr, wenn Sie jetzt Interesse bekommen haben, kaufen Sie es gerne da drüben. Ich weiß nicht, kann man auch als Herausgeber, glaube ich, signieren, sonst vielleicht. Aber auf jeden Fall lassen Sie sich, wenn nicht nur signieren, sondern lesen Sie es auch wirklich, damit Sie dann richtig mitdiskutieren können und eben nicht in diese Fallen tappen und nur Etiketten draufkleben. Vielen Dank Ihnen beiden für das interessante Gespräch. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und noch eine schöne und interessante Zeit hier auf der Messe.